So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen und wir legen direkt los. Ich habe ein paar News soweit rausgesucht, über die wir sprechen müssen. Und wir erinnern uns zurück, gerade gestern hat ja die Ministerpräsidentenkonferenz mit der Merkel zusammen stattgefunden. Und der eigentliche Tonus gestern auch in meinen Videos war ja dazu und auch im Livestream, Merkel hat nicht mehr die Macht. Und nichtsdestotrotz, dennoch gibt es so ein paar Sachen, die jetzt rausgekommen sind, wie das Ganze abgelaufen sind und auch was Neuerungen gekommen ist, über die wir auf jeden Fall nochmal sprechen müssen. Und es ist ganz interessant, dass wir offensichtlich doch eine kleine Opposition in Deutschland haben, sprich zum Beispiel von den Grünen. Ja, hier muss ich den Herrn Hofreiter an der Stelle mal leben. Er hat nämlich hier von Chaos gesprochen, wie das Ganze gestern quasi abgelaufen wäre und diese schlecht vorbereiteten Beratungen. Das kann nicht sein. Da hat der Mann hier an der Stelle auch vollkommen recht, muss man wirklich ganz klar so sagen. Denn das, was gestern da abgelaufen ist, war ein Armutszeugnis für, aus Sicht der Kanzlerin. Es war aber für uns Bürger insofern ganz gut, dass nicht noch mehr Drangsalierungen stattgefunden bzw. ausgerufen wurden. Nichtsdestotrotz, die eine oder andere gibt es, gehen wir gleich drauf ein. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki ist ja jemand, der in den letzten Wochen häufiger immer sehr, sehr kritisch sich äußert. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist er auch Rechtsanwalt, also er wird das Ganze auch gut bewerten können. Denn er sagt nämlich hier zum Beispiel, Zitat, die Runde der Regierungschefs, die Angela Merkel ins Leben gerufen hatte und für die es keine verfassungsrechtliche Grundlage gibt, ist damit an ihr Ende gekommen. Und weiterhin sagt er, das ist hier Zitat von der Welt, das Kanzleramt habe mit seiner unlogischen und sinnwidrigen Vorlage den Bogen überspannt. Es werde Zeit, dass die Parlamente das Heft in die Hand nehmen. Und da hat der Mann natürlich vollkommen recht, weil nochmal, das sind Kandidaten, die 16 Ministerpräsidenten wählt nicht das Volk, genauso wenig wie den Bundeskanzler, die Frau Merkel an der Stelle. Und dementsprechend sollte es doch so sein, dass die Parlamente, sprich die Landesparlamente und auch das Bundesparlament, also Bundesregierung, endlich dafür zuständig sind, zu entscheiden, was aktuell Sache ist und was gemacht wird. Ich finde es ganz, ganz krass. Ja, es gibt nämlich einen wichtigen Punkt, Hotspot-Strategie, so nennt sich das. Und die Welt hat darüber berichtet und sie schreiben, Zitat, die Hotspot-Strategie soll Vorzug vor pauschalen Beschränkungen haben. Aber das hat einen Nachteil, sage ich mal dazu. Passt auf. Das bedeutet vor allem, dass bei C-Ausbrüchen in einem sogenannten Cluster etwa Unternehmen, Glaubensgemeinschaften, Familien feiern, für die zu dieser Gruppe gehörenden Menschen rasch eine Quarantäne angeordnet werden soll. Ja, so viel ist ja jetzt nicht neu. Allerdings auch dann, auch wenn keine weiteren positiven C-Tests vorliegen. Das heißt, man muss schon in Quarantäne, ohne überhaupt einen positiven Test zu haben. Ja, sag mal Leute, was passiert denn hier? Was geht denn hier ab? Also ich finde das sehr, sehr krass. Wir gucken uns ein paar Pressestimmen auch noch soweit dazu an, weil wir auch haben den Fakt, dass die FFP2-Masken jetzt zum Beispiel endlich mal an Risikogruppen verteilt werden sollen. Also man versteht jetzt langsam offensichtlich, dass man Risikogruppen ein bisschen besser isolieren muss, die besser schützen muss und so weiter. Und da gibt es doch eine Vielzahl, hunderte Millionen von Ideen, die man machen könnte. Warum geht man, fällt mir gerade spontan ein, nicht beispielsweise hin und sagt, Risikopatienten, alle Leute ab 70 Jahren sollen morgens früh 9 bis 11 Uhr einkaufen. In dieser Zeit dürfen in ein Rewe, Aldi und die ganzen Supermärkte keine anderen, die nicht Ü70 sind. Ja, das klingt krass, keine Frage. Aber so würde man das doch so ein bisschen differenzieren voneinander. Weil nochmal, guckt euch doch Schweden an. Es funktioniert doch auch in Schweden. Und warum sucht man nicht andere Möglichkeiten und Ideen? Also ich finde es einfach nur bekloppt. Oder genauso auch mit der FFP2-Maske, dass die jetzt vergünstigt bereitgestellt wird. Warum wird die nicht über die Krankenkasse verrechnet, sodass sie bei der Krankenkasse anforderbar ist, beziehungsweise beim Arzt, der sagt, jo, die braucht das, zack, schicken wir zu. Oder man kann sie sich beim Arzt abholen. Wir haben doch diese Ärzte in Deutschland, die sie quasi auch als Verteiler soweit ja, in das Ganze durchführen könnten, so ist es richtig. Und dann auch diese Aktion, jedes Kind trifft nur einen Freund oder jede Familie soll nur einen anderen Hausstand treffen, einen festen anderen Hausstand. Dazu haben sich jetzt auch die einen oder anderen Psychologen soweit geäußert, dass das ja nicht sein kann, dass das ja auch sehr, sehr schädlich ist, weil stellt euch doch mal vor,
Jetzt ist da der kleine 5-jährige oder 8-jährige Junge, der sagt, ich habe 2 beste Freunde, den Fritz und den Hans oder was weiß ich wen. Ja, der muss sich dann für jemanden entscheiden. Glaubt ihr, da werden doch Kinderherzen gebrochen. Aber nochmal, das ist meine persönliche Meinung, wer keine Kinder hat wie Frau Merkel, kann das meiner Meinung nach nicht nachvollziehen. Das ist meine persönliche Meinung zu solchen Ideen und solchen Vorschlägen. Ach, das ist absolut verrückt, was hier passiert. Max Meyer schreibt das in den Kommentaren, Zitat, es wirkt, als verwechsele die Kanzlerin die Berufsbezeichnung mit Kaiserin. Ja. Oder hier weiterhin, Zitat, von Kirsten Z. sehr, sehr gut, wozu leisten wir uns eigentlich den Luxus von Landtagen und Bundestag? Wenn die Kanzlerin meint, sie könne allein regieren, indem sie den Länderchefs sagt, was sie zu tun hat. Demokratie sieht anders aus. Schreibt eure Meinung unten rein. Ja, Freunde, das aller Thema, was uns alle eigentlich beschäftigt, ist, dass morgen eher soweit die dritte Gesetzesänderung, Abstimmung stattfindet über das Bevölkerungsschutzgesetz. So wird es ja genannt, ganz offiziell. Und wir haben auch gestern im Livestream schon ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt zahlreiche Anträge von den Fraktionsparteien des Bundestages, so zum Beispiel einmal hier von der AfD gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Anträge, um da eine Anpassung bzw. das Ganze irgendwie doch nicht so durchzuboxen. Anträge gibt es 2 weitere von der FDP, einen weiteren Antrag von den Linken und einen weiteren Antrag von den Grünen quasi dagegen. Und ich muss sagen, also jeder davon ist sinnvoll, jeder hat seine Daseinsberechtigung, wie ich finde. Und wir machen auch hier im Olli-Kanal morgen um 12 Uhr, eine Stunde ist da soweit die Diskussionsrunde darüber und danach findet eine namentliche Abstimmung statt. Und das finde ich wird ganz interessant, da mal dann zu sehen, wird die CDU in Verbindung mit der SPD, die das Ganze ja eingereicht haben, wirklich in Gänze 100% sagen, jo, wir stimmen ab. Ich glaube, wäre es eine anonyme Wahl, würde man nicht wissen, wer für was stimmt, so dann, dass auch die Entscheider, hier Bundesregierung dementsprechend, also das Kabinett quasi nicht wissen, wer da genau ja oder nein stimmt, würden mehr dagegen stimmen, das glaube ich schon. Aber es wird sehr interessant sein, wer hat denn die Eier quasi in der Hose auf Deutsch gesagt und dagegen stimmen. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf. So, dementsprechend, es gibt sehr, sehr interessante Insider-News von Reitschuster. Boris Reitschuster ist ein Autor, der lange Zeit für den Fokus als, wie heißt das, in Moskau, genau, in Russland, als, jetzt fehlt mir der Begriff, Studioleiter heißt es nicht, sondern im Fernsehen, sondern, ihr wisst, was ich meine. Er hat auf jeden Fall den Laden geleitet für den Fokus in Russland und hat sehr, sehr ordentliche Arbeit, investigativen Journalismus über die letzten Jahre wirklich dort gemacht. Und seit er hier in Deutschland ist, hat er so große Seite, sein Newsportal reitschuster.de aufgebaut und ist sehr investigativ jetzt auch in Deutschland unterwegs. Und genau so fing das Ganze an. Vor ein paar Tagen hat er, beziehungsweise gestern hat er einen Artikel veröffentlicht, Zitat C, in den Regierungsfraktionen rumort es. Und er war bei der Bundespressekonferenz, das hat man auch im Fernsehen verfolgen können live. Und danach wurde er von einem Bundestagsabgeordneten erkannt und angesprochen. Er sagt nicht das Geschlecht der Person, er sagt auch nicht, in welcher Partei diese Person zugehörig ist, wurde auf jeden Fall noch in dessen Büro mit eingeladen. Und dann kam es zu einem kleineren Gespräch. Und das ist ein ganz interessantes Gespräch gewesen, sofern das jetzt stimmt. Aber ich kann es mir schon vorstellen, weil das, was ich so höre und mitbekomme, geht es genau darauf oder ist genau das die Problematik, die wir eigentlich aktuell haben. Die Bundesregierung entscheidet, ne, die haben ja ihre Möglichkeiten gerade aktuell, wie wir wissen, durch das Gesetz soll das ja noch verstärkt werden. Und auf der anderen Seite ist der Bundestag, der ja quasi im Moment eben ausgehebelt ist, weil wir die aktuelle pandemische Lage soweit ausgerufen haben. Und dementsprechend heißt es hier zum Beispiel von diesem Abgeordneten oder dieser Abgeordneten, bei uns brechen komplett die parteipolitischen Grenzen weg. Ich teile den Bundestag, und jetzt kommt es, nur noch auf in Personen, die pragmatisch in der C-Krise sind oder die zum Daueralarmismus neigen. Also eine richtig krasse Aussage, wie ich schon finde. Oder auch weiterhin gibt es einen sehr, sehr interessanten Artikel von heute, auch wieder vom Reitschuster, betitelt mit,
Zitat, Insider, C-Gesetz wird Abstimmung im Blindflug. Und da hat er ein weiteres Gespräch mit dem Beraterangestellten eines Abgeordneten geführt. Und der sagte nämlich hier soweit, Zitat jetzt von Reitschuster, das umstrittene dritte C-Gesetz, das mehrere Grundrechte erheblich einschränkt und dem Gesundheitsministerium zahlreiche Ermächtigungen gibt, werde im Schweinsgalopp durchs Parlament getrieben, so der Mitarbeiter eines Unionsfraktionsabgeordneten. Zitat weiterhin, die Abstimmung findet faktisch im Blindflug statt. Die Abgeordneten werden nicht mal genau wissen, worüber sie abstimmen. Und das liegt nämlich folgendermaßen daran, es geht hier unten weiter, Zitat, weil es unter den Abgeordneten rumore, soll heute extra, also heute, noch einmal Professor Drosten in die Unionsfraktion kommen und diese beruhigen, so sagt der Mitarbeiter. Die Fraktion der Union und vermutlich auch der SPD finde nur digital statt, also diese Sitzung. Da kommen spontane Diskussionen kaum zustande. Das Gesetz, das morgen soweit beschlossen werden soll und so weiter. Und dann heißt es, da kann es bis zur letzten Minute Änderungen noch geben und wird es wohl auch. Die werden dann gar nicht mehr ausgedruckt und an alle verteilt. Das geht gar nicht mehr zeitlich und es ist zeitlich auch gar nicht zu schaffen, das noch zu lesen. Da können die Abgeordneten ihre Kontrollpflichten gar nicht mehr nachkommen. Und das muss man sich mal reinziehen. Was das für krasse, einschneidende, grundrechtsändernde Sachen sind. Und es wird ja der Begriff Ermächtigungsgesetz dafür auch verwendet. Und dann wird in der Presse und teilweise werden dann gesagt, ja, Verschwörungstheorie ist kein Ermächtigungsgesetz. Googelt das Ding mal. Ich verlinke es euch gerne unterhalb des Videos in der Infobox und dann gebt ihr mal STRG F ein. Damit könnt ihr nämlich Sachen suchen in einem Dokument, in einem PDF-Dokument. Und es kommt, ich glaube, es waren 13 Mal allein der Begriff Ermächtigung vor. Also von daher kann man ja schon bei diesem Begriff davon ausgehen. Ja, und das ist wirklich eine krasse Sache. Wenn jetzt hier das Ganze stimmt, was geschrieben steht bei Herrn Reitschuster, dass der Mitarbeiter hier so weit sagt, ja, dann kommen kurzfristig nochmal Änderungen rein, aber die Leute, die Abgeordneten, die haben gar nicht genug Zeit, um das Ganze noch ausgedruckt zu bekommen, respektive dann auch überhaupt zu lesen und zu sagen, ja, Moment, nee, damit bin ich nicht einverstanden, man möchte ja auch vielleicht mal Widerspruch erheben gegen das, was da so vorgeschlagen wird, durchzuführen, umzusetzen. Das ist schon eine ganz krasse Nummer. Ich habe die Vermutung, es wird morgen durchkommen. Ihr könnt ja eure Vermutung gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, eure Einschätzung dazu. Das machen wir morgen im Livestream, da quatschen wir nochmal ein bisschen genauer drüber. Denke so gegen 11 Uhr 30 legen wir da los, 12 bis 13 Uhr ist dann die Live-Schalte von der Diskussion darüber und dann natürlich auch die Abstimmung. Die Abstimmung wird meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr interessant. Dementsprechend schreibt eure Meinung unten rein, bis zum nächsten, danke fürs Zuschauen, ciao, ciao.